Ja, nach mehr als 9 Stunden Sitzung wurden die Corona-Ergebnisse des Bund-Länder-Gipfels vorgestellt. Für viele alles andere als befriedigend reden wir gleich auch darüber. Und damit herzlich willkommen zu MDR um 2. Und auch das haben wir für Sie heute vorbereitet. Was sich vergangene Nacht in Naumburg ereignet hat, ist eine Tragödie, absolut. Bei dem Brand in einem Wohnhaus müssen 29 Menschen gerettet werden, 7 werden schwer verletzt und das Allerschlimmste, 2 Menschen verlieren dabei ihr Leben. Die 9 Beschlüsse des gestrigen Bund-Länder-Gipfels sehen zurzeit noch keine Öffnungen von Schwimmhallen vor. Das ist für Freizeitsportler ziemlich ärgerlich. Für Kinder kann es aber auch sehr gefährlich werden. Denn seit Monaten schon fällt in Mitteldeutschland der reguläre Schwimmunterricht für Zweitklässler ins Wasser. Und damit droht eben auch ein Nichtschwimmerjahrgang. Da erinnert man sich durchaus auch an den eigenen Schwimmunterricht, auch wenn der jetzt schon so ein bisschen her ist. Und weiter geht es jetzt mit unserer Serie über die Jungbauern, die eine Hofgemeinschaft von erfahrenen Biobauern übernehmen. Ein spannendes Abenteuer, denn die jungen Leute haben kaum Erfahrung, dafür aber viele Träume und Pläne. Und heute gibt es kranke Kühe, Kindersegen, aber auch Konflikte innerhalb der Hofgemeinschaft. Und morgen sind wir dann mit dabei, wenn die Ernte bei unseren Jungbauern dann eingefahren wird. Die Männer der Bauhütte Quedlinburg sanieren mit Leib und Seele Burgen, Schlösser und Kirchen. Ihre Leidenschaft sind Handwerkstechniken, die andernorts schon seit Jahrhunderten ausgestorben sind. Die Dokuserie Die Denkmalretter von Quedlinburg begleitet die Spitzenhandwerker Sachsen-Anhalts auf ihre Baustellen. Egal ob Steinmetz, Stuckateur oder Maurer, die Handwerker aus Quedlinburg kennen sich schon seit Jahren und sind ein eingespieltes Team. Und die erste Folge der Denkmalritter aus Quedlinburg können Sie heute Abend in voller Länge sehen, 19.50 Uhr hier bei uns im MDR. Und jetzt können Sie in voller Länge sehen, hoffentlich unseren René Kindermann live im MDR um 4 Stunden. Ja. René, kannst du dich eigentlich noch erinnern an deinen letzten Schwimmunterricht, da wir das hatten als Thema? Also ja, hatte ich in der Tat im Freibad in Niesky, ist ein bisschen her. Ja. Bei dir sind es gerade mal 20 Jahre, damals als du 6 warst, ist klar. Und bei mir ist es ein bisschen länger her, aber in der Tat. Guter Schwimmer gewesen? Also, ja, super Schwimmer. Ja. Okay. Ja, super. Und es erwartet uns eine super Sendung heute. Das stimmt. Es geht um Lippenkleben. Ja. Was ist mit deinem Pullover passiert? Oder? Ist der nicht toll? Guck mal, ich mache extra für dich. Ist der aufgeschnitten? Mache ich diesen Move? Ja, ich habe mich dann hingestellt heute Mittag und bin mit der Schere noch mal ran, damit man dieses Muster so ein bisschen sieht. Das ist ja ehrlicherweise aus. Ja, also jetzt ganz, ganz ruhig. Guck mal hier nochmal die andere Seite. So mach jetzt mal Schluss, damit jemand anfangen kann. Nee, und ich würde vorschlagen, dass wir morgen für dich mal so ein Jackett bearbeiten. Und du wirst es morgen anziehen. Es wird ganz toll aussehen. Du kannst doch ein bisschen Haut auch gerne zeigen. Nein, für Haut zeigen bist du zuständig. Mitten im Winter, ist verrückt. Aber wir freuen uns, dass du so schön gut gelaunt bist. Ja. Und wir freuen uns für alle Zuschauer dann ab 16 Uhr. Und ich sage, du hast ein schönes, großes Herz. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann morgen wieder, wenn Sie denn mögen. Punkt 14 Uhr geht es los mit MDR um 2. Ihnen jetzt noch einen schönen Nachmittag. Machen Sie es gut. Ciao.